Guten Tag allerseits. Heute bringe ich ein kurzes Filmchen, um von zwei Neuigkeiten zur Aus- und Neubaudiskussion zwischen Hamburg und Hannover zu berichten. Ich könnte das auch mit einem Textbeitrag in der Community erledigen, möchte allerdings ein paar persönliche Worte ergänzen. Und das geht besser in Form eines Videos. Mein Tagesordnungspunkt 1 ist ein Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV. Im Dezember letzten Jahres hatte sich der Landrat des Kreises Lüneburg, Jens Böther, gemeinsam mit mehreren Bürgermeistern der Region an das BMDV gewandt und um eine Stellungnahme zum Projekt Optimiertes Alpha-E mit Bremen gebeten. Am 24. Februar ging die Antwort beim Landkreis ein und drei wichtige Sätze möchte ich an dieser Stelle zitieren. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es außerdem geboten, alle sich aufdrängenden Varianten zur wirtschaftlichen Erreichung der verkehrlichen Ziele und folglich auch Lösungen jenseits eines bestandsnahen Streckenausbaus näher zu betrachten. Dies schließt explizit bestandsferne Neubaustreckenvarianten ein. Die Schutzgüter Mensch, Natur und Umwelt wurden im Rahmen der Planungen umfassend berücksichtigt. So, das ist genau der Aspekt, den ich in meinem Film vom 23. Januar dieses Jahres beleuchtet habe. Stichwort Planungsauftrag. Niedersächsische Politgrößen und Bürgerinitiativen werden ja schon seit einigen Monaten nicht müde zu behaupten, dass das 2016 in den Bundesverkehrswegeplan BVWP eingeflossene optimierte Alpha-E ausdrücklich keine durchgehende Neubaustrecke vorsehe und die Deutsche Bahn eigenmächtig eine solche plane. Das in der Projektbezeichnung auftretende Kürzel NBS beziehe sich lediglich auf mögliche Ortsumfahrungen im Abschnitt Lüneburg-Uelzen, wie beispielsweise Kirsten Lühmann im November auf einer Versammlung in Hittfeld hervorhob. Das Antwortschreiben des BMDV spricht diesbezüglich eine andere Sprache. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Lühmann ist also entweder schlecht informiert, was schlimm wäre, da sie von 2014 bis 2021 Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur war, oder sie tätigt hier bewusst Falschaussagen. Was noch schlimmer wäre. Die Bürgerinitiativen zwischen Hamburg und Hannover geben sich derweil erzürnt und reden von Bürgerbetrug. Meinen damit jedoch nicht die Äußerungen Kirsten Lühmanns, sondern die Tatsache, dass das klassische und betont demokratisch beschlossene Alpha-E keine Berücksichtigung im BVWP gefunden hat. Punkt 2 betrifft Äußerungen von André Wiese, Bürgermeister in Winsen-Luhe. Wenn die Bahn die Alpha-E-Variante baut, haben wir hier in der Stadt rund 10 Jahre Chaos, zitiert die Kreiszeitung Wochenblatt den CDU-Mann. Der Ausbau sei nichts anderes als ein Neubau. Wichtige Straßenquerungen müssten komplett neu errichtet und diverse Häuser abgerissen werden. Wieses ablehnende Haltung zu Alpha-E verwundert, wenn man bedenkt, dass er 2015 das Abschlussdokument des Dialogforums Schiene Nord bestens leserlich mit unterzeichnet und sich damit pro Alpha-E positioniert hat. Entsprechende Vorhaltungen kontert Wiese ein wenig hilflos. In dem Abschlussdokument sei nie die Rede von Aus- oder Neubaukapazitäten, geschweige denn einem vierten Gleis im Bereich Winsen gewesen. Damit liegt der Herr Wiese zwar richtig, als weitsichtige Menschen sollte es ihm jedoch nicht entgangen sein, dass die Strecke Stelle-Winsen-Lüneburg bereits 2011 zum überlasteten Schienenweg erklärt worden war. Während des Dialogforums war also seit 4 Jahren bekannt, dass selbst ohne die prognostizierten Mehrverkehre ein Infrastrukturausbau in Winsen unumgänglich ist. Erst recht bei Umsetzung des vielgepriesenen Allheilmittels Alpha-E. Anfang 2019 äußerte sich der Bürgermeister folgendermaßen. Badowick, Seevetal, Stelle und Winsen sind allesamt wachsende Orte. Deshalb muss auch das Wachstum auf der Schiene mithalten und gut geplant werden. Dreh- und Angelpunkt eines pünktlichen Schienenpersonennahverkehrs sei eine zukunftsfeste Infrastruktur. Verspätungen seien auf mangelnde Kapazitäten auf den Schienen zurückzuführen. Verwunderlich, dass André Wiese das Erfordernis eines vierten Gleises nicht spätestens zu jenem Zeitpunkt erkannt hat. Tja, und das waren sie schon, die zwei Neuigkeiten aus dem Alpha-Land. Hinsichtlich der Bekanntgabe einer Vorzugsvariante seitens der Deutschen Bahn müssen wir uns hingegen weiter gedulden. So viel für heute von mir. Tschüss.